meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, die Bing Box ist heute bei mir gekommen, so, ne, ja, wir gucken mal, was mir auffällt. Die ist ziemlich leicht diesmal und schauen wir mal, weil ich habe mich nicht spoilern lassen, aber viele Leute haben gesagt, dass nicht begeistert sind in Form von Überschrift und Resteverwertung und blablabla. Ich weiß nicht, was drin ist. Mir fällt nur auf, dass die heute auch ziemlich leicht ist, ne? Und das Pink wie immer, ne? Also obwohl wir Oktober haben, haben sie sich nichts anderes einfallen lassen. Na gut, wir packen mal aus. Ja, Filled with Sweetness, gefüllt mit Süßigkeit. Sweetness, das da. Mit Herz, ja. Ja, das geht leicht auf. Relax, refresh, repeat. Nö, Quatsch. QR-Code scannen kann ich nicht. Okay, na, da ist ein Riesending drin, na, viele. Oh je, da sind viele Sachen drin, wie ich sehe. Ja, da haben wir jetzt erst einmal von Nobody is Perfect Pink Body Lotion. Oh, Strong Pantenol, Traubenkernhaferöl. Beruhigt die Haut, verbessert die Hautfeuchtigkeit, stärkt die Hautbarriere. So eine große Bodylotion hat 200 ml. Wow. Täglich auf den ganzen Körper auftragen und gründlich in die Haut einmassieren. Ja, no gender, no models, no social pressure, no set, in, no, no bad ingredients. Also Inhalte, Stoffe. Ja, das möchte ich doch jetzt mal riechen und schnuppern. Ja. Ja, mal gucken. Ja, das ist so eine weiße Milch, ne? So schaut es aus. Ja. Ja. Ja, es wird kühlen, dieser dünne Lotion riechen tut sie ja nach nicht viel. Okay. Dann haben wir hier Mermaid and Me Vanilla Love Hair Mask Moisture and Care. Okay, na gut, die wird aber ausprobiert. Haarmaske. Ich habe zwar noch, hab noch Haarmasken, aber ja, ich werde es ausprobieren. Schauen wir mal. Ja, gut, dann haben wir hier Amande Dutsche, South. Süße Mandelseife. Oh, Ja, zum Händewaschen oder Pinsel waschen, ne? Nehme ich die auch. Riecht gut nach Mandel. Ja, gut. So, dann haben wir hier. Ja, ganz Griffelpapier da. Schäbens Relaxing Skin Booster. Harmonisierendes Serum. Okay, mit Zink und Allantoin. Ah, neutralisierte Rötungen. Schäbens Skin Booster. Wow, kenne ich auch nicht. Gleich Teigüberschuss auswirkt, harmonisieren und reizlindern. Die leichtes Glanz mit Zink und bis sänftigt irritierte Haut. Zink ist bis eine antibakterielle und reinigende Wirkung auf der Haut.
Meereskamille Rührung schenkt eine reine, pure Ausstrahlung. 0% Mikroplastik, 0% Silikone, keine Paraffine, Farbstoffe und tierische Inhaltsstoffe. Das klingt doch mal gut. Ja, wie geht das? Gleichmäßig auf die gereinigte Haut auftragen, leicht kurz einwirken lassen und mit der gewohnten Pflege fortfahren. Okay. Anwendung 2 bis 3 Mal pro Woche. Okay. Wird ausgetestet. Prima. Ja. Dann haben wir hier von uns ist nicht doch, da ist noch was drin. Wow. Ah, da ist noch mehr drin. Ui. Da haben wir, ja, was haben wir da? Alverde, 2-mal Alverde. Was ist das? Augenbrauenpomade in der Farbe 02, Schokolade und eine helle. In der 01 Karamell. Wow. Na, das ist einmal nicht schlecht, ja. Ich habe heute auch eine Augenbrauenpomade drauf, aber von Essence. Die ist auch schon fast leer, aber ja. 2 Augenbrauenpomaden. Nicht schlecht. Gut. Da haben wir ja mehr wie 5 Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und jetzt haben wir noch einen Lippenbalsam mit Biominze von Altera. Ja, mit Hygienesiegel. Ja, lasse ich auch zu, weil Lippenbalsam habe ich, geht immer. Ja, die Seife riecht gut hier. Ja. Prima. Das freut mich. Jo, so, dann war es das mit der heutigen Bingbox. Ja, bin ganz soweit zufrieden. Ja. Jetzt haben wir die Bodylotion. Zieht schnell ein, aber sie hat keinen Duft oder so. Hauptsächlich Pflegestoffe, weil ja, nicht abends, nämlich mit so mich mit einem Relax-Duschbad oder so dusche, ne, da braucht man nicht immer einen Duft. Ne. Ich habe genug mit Düfte, aber ich mag auch Hypersensia. Lactobacillus Fermin, Traubenkern und Haferöl. Beruhigt die Haut, Hautfeuchtigkeit, genau. Ist nicht schlecht, 100% vegan und parfümfrei, genau. Das hat keinen speziellen Geruch, ist neutral, aber es passt schon. Wenn ich einen Duft will, habe ich ja genug Duft, ne? Ja, so. Das war die Bingbox im Oktober. Ja. Also mir gefällt sie, so, ja, sind Sachen drin, die ich noch nicht hatte, von daher, ja, mache ich, was ist das, Mermaid and Me, was ist das, Vanilleduft wärmt deine Seele, dich mit deinem True Self, nach Verwendung des Vanilla Love Conditioners, also auf die nassen Längenspitzen auftragen, und einmassieren, 5 Minuten einwirken lassen und anschließend mit Wasser ausspülen, für alle Haartypen und Farben geeignet. Ja, natürlich, es ist halt eine Haarmaske, so wie man es kennt, ne? Ja, genau, kann ich auch mal wieder machen, wenn ich mit tiefem Reinigungsshampoo wasche und das wird heute der Fall sein. Und dann kann ich auch mal eine Haarmaske verwenden. Ja, ist doch reichlich drin. Und ja, ich muss sagen, gefällt mir.
Ja, ich bin, ja, kann nichts Nachteiliges sagen. Mandelseife, ja. Feine Seifen aus Frankreich, wow. Ja, Mandel geht immer bei mir, aber ja. Es gibt halt Leute, die haben Mandelallergie oder Nussallergie. Da ist es nicht so gut, ne? Aber ich zum Glück nicht. Aber zum Pinsel waschen oder auch zum Hände und so weiter. Na gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich glaube, man sieht sich diese Woche, also dieses Wochenende nicht mehr. Und ja. Na, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Bleibt mir gesund und ja, wird gesund, falls ihr krank seid, ne? Wird schnell wieder gesund. Schont euch, ruht euch aus, weil jetzt kommt die Erkältungszeit wieder. Ne? Ja, okay, dann wünsche ich euch was. Tschüss.